Wir wurden kürzlich auf eine wundersame Webseitenmetamorphose aufmerksam gemacht. Und zwar, wenn wir hier so Lego suchen beispielsweise. Solche Exkurse in der Internetnatur haben ja eher saisonalen Charakter, deswegen wollen wir mal kurz für die Nachwelt festhalten. Und zwar diese Großhandelsschnäppchen interessieren uns mal. Tippen wir mal die URL direkt ein. Und finden ein tolles Suchportal. Großhandel sparen machen wir auch mal. Siehe da, großhandelsparen.de. Und jetzt klicken wir das Ganze nochmal an. Beides müsste ja dieselbe Sache kommen. Siehe da, Großhandel sparen ist noch identisch, authentisch. Und Großhandel B2B offenbart sich statt der URL. Man sieht auch den Unterschied zwischen Großhandel Produkte und Großhandel Schnäppchen. Nochmal ganz kurz ein bisschen weiter reingeleuchtet. Die denik.de offenbart uns den Eigentümer von. Moment, den lassen wir weg. Von Großhandel Produkte. Großhandel Produkte. Hat sich ein Eigentümer gefunden, die da Eva Rüps heißt, Wendes GmbH in Berlin. Großhandel Produkte, das ist auch dort der Fall. Und im Impressum. Impressum. Impressum finden wir dann auch die Wendes GmbH. Also insoweit ist die Großhandelprodukte.de, wir erinnern uns, die bei Großhandelschnäppchen kam, die Wendes GmbH. Jetzt nehmen wir mal die Großhandelschnäppchen, für die ja Werbung gemacht wird. Großhandelschnäppchen, wir erinnern uns. Und schauen da mal nach, wem das gute Stück gehört. Ist ebenfalls registriert natürlich. Ist ein Mario Baumgärtner. Welches Interesse hat jetzt der Mario Baumgärtner, mal Mario Baumgärtner zu sein? Also Großhandel Schnäppchen mit einer Suchmaschine. Und mal weitergeleitet zu werden auf Großhandelprodukte. Und es gibt ja einen sogenannten Referrer oder ein Indiz dafür, dass der Link, der Klick weiter verlinkt wurde. Da steht dann Yahoo drin. Wenn Yahoo drin steht, gehen wir auf Großhandelprodukte, sprich das Projekt der Wendes GmbH. Tippt man die URL direkt ein, landet man auf großhandelschnäppchen.de. Großhandelschnäppchen.de hat irgendwie nicht so ganz so viel mit der Wendes zu tun, zumindest offensichtlich. So kann man natürlich auch das Radar von Prüfungen unterfliegen.